Hallo, in diesem Video zeige ich euch einen Online-Vortrag, den ich gestern gehalten habe, und zwar auf der Plattform Medizin2Go. Das ist eine Plattform, wo man kostenlose, qualitativ super hochwertige medizinische Fortbildungen sehen kann und wo die eben auch angeboten werden in ganz verschiedenen Bereichen der Medizin, Notfallmedizin, innere Medizin, Gyn, da gibt es verschiedene Unterformen, Gyn2Go, Neurochirurgie2Go, alles Mögliche. Und da gibt es Online-Fortbildungen. Und gestern gab es die Session Foam meets Medizin2Go praktisch. Da ging es darum, dass diejenigen, die Blogs betreiben und die YouTube-Kanäle betreiben und die was mit psychiatrischen Notfällen zu tun haben könnten, dass die sich getroffen haben und vier verschiedene Themenbereiche gemacht haben. Ich habe das Themenfeld Grundprinzipien der therapeutischen Verhaltensweisen im psychiatrischen Notfall bearbeitet und dazu den Vortrag gehalten. Primär richtet der sich schon an Leute, die in solchen Einsätzen tätig sind. Aber wie immer ist das für jeden hier angeboten und wer sich dafür interessiert, kann es einfach gucken. Jetzt geht's los. Viel Spaß beim Vortrag. Ich möchte mich dem anschließen. Ich finde auch, dass das ein wichtiges Projekt ist, Wissen möglichst breit zu verteilen und Zugangshürden zu reduzieren. Und ich finde auch diesen Anlass hier im Moment besonders interessant, denn der Rettungsdienst und die Psychiatrie, die haben mehr Schnittpunkte, als man immer so denkt. Wir in der Psychiatrie haben einen Großteil der Patientenzuweisungen über den Rettungsdienst oder eben einen relevanten Teil. Und ihr habt, wie du eben schon gesagt hast, relativ viele psychiatrische Notfälle. Und deswegen, auch wenn die Fächer sehr unterschiedlich erscheinen mögen, haben wir viel zusammen zu tun. Ich will mich kurz vorstellen. Mein Name ist Jan Dreher. Ich bin im Hauptberuf Chefarzt einer psychiatrisch-neurologischen Klinik und habe meine Berechtigung hier zu sein, weil ich den Psychcast mache mit einem Freund zusammen, dem Alex. Das ist ein Podcast über Psychiatrie und Psychotherapie. Ich habe auch einen Blog, wir haben auch einen YouTube-Kanal und jetzt habe ich gerade die fünfte Auflage eines Psychopharmakotherapiebuches veröffentlicht. Ich habe keine materiellen Interessenkonflikte. Und ich habe mir vorgenommen, meine Zeit hier ein bisschen so zu nutzen, dass ich die Sachen versuche zu erzählen, von denen ich glaube, dass sie den Zuhörerinnen und Zuhörern hier irgendwie helfen könnten. Es ist ja so, also ich glaube, dass von den vielen Teilnehmern hier die meisten doch so eine gewisse Neigung zum Blaulichtmilieu haben, also entweder im Rettungsdienst oder in der Notfallmedizin arbeiten oder in der Psychiatrie vielleicht, aber auch Patientinnen und Patienten sind oder Angehörige. Das ist ja bei Foam praktischerweise kein Hinderungsgrund und sich informieren möchten über diese Schnittstelle zwischen Psychiatrie und Notfallmedizin. Und vieles von dem, was jetzt Thema sein kann in diesem Vortrag, ist etwas, was die Rettungsmediziner schon aus der Sicht des Notfallgeschehens kennen und was ich dann wiederum eher aus der Sicht der psychiatrischen Klinik kenne. Und einige von den schwierigen Situationen haben wir in der Psychiatrie gar nicht, denn also das, was in der Wohnung des Patienten oder auf der Straße stattfindet, das machen wir ja praktischerweise nicht, das machen ja die Notärztinnen und Notärzte. Dennoch gibt es Verhaltensweisen, also gut, und wir haben natürlich in der psychiatrischen Klinik auch viele psychiatrische Notfälle und haben da Verhaltensweisen etabliert, die uns sehr viel Sicherheit geben und helfen, mit diesen Notfällen gut umzugehen. Und ich habe mir überlegt, welchen Teil davon ich erzählen möchte, der vielleicht auch im Notarztgeschehen, im Rettungsdiensteinsatz, in der Notaufnahme oder auch mal in der allgemeinen medizinischen Praxis, wenn es zu einem Notfall kommt, hilfreich ist. Ich fange kurz an, was zur Häufigkeit zu sagen. Da kommt raus, ist es häufig. Und dann sage ich was zu den Grundregeln im therapeutischen Handeln, wie sie für mich sich relevant darstellen. Und dann sage ich kurz was zu Psychosen, zu Medikamenten, aber keine Sorge, nicht allzu ausführlich, hauptsächlich dazu, welche Medikation im Notdienstgeschehen richtig und sinnvoll ist. Fangen wir mal mit der Häufigkeit psychiatrischer Notfälle an. Also wenn man alle Einsätze, bei denen ein Notarzt mitfährt, wie eben schon gesagt wurde, macht das einen Unterschied mit und ohne Notarzt, aber wenn man alle nimmt, wo ein Notarzt mitfährt, dann sind so 60% internistisch, 25% sind chirurgisch und immerhin 10% sind psychiatrische Notfälle. Und hier
ist es so, dass Intoxikationen, die habe ich jetzt mal mit als psychiatrische Notfälle gerechnet, also wenn man die als internistisch zählt, dann käme man nur auf 5% praktisch. Aber Intoxikationen mit Alkohol und Drogen machen die Hälfte der psychiatrischen Notfälle aus, Erregungszustände 20% und Psychosen 16% und 11% Suizidalität. Das heißt, zusammengefasst, jeder zehnte Einsatz im Notarztdienst hat eine psychiatrische Indikation. Jeder 20. Einsatz hat eine Alkohol- oder Drogenintoxikation zur Ursache und jeder 100. Einsatz erfolgt wegen Suizidalität. Nun, welche Grundregeln im therapeutischen Handeln würde ich denn gerne hier erzählen? Es ist ja so, man hat gar nicht so viele Aufgaben oft in der Behandlung, wenn es um psychiatrischen Notfall geht. Also man kommt hin. Man muss schon beobachten, es ist oft wichtig zu beruhigen. Es ist oft gar nicht so im Vordergrund, die ursächliche Behandlung zu machen, also Stay and Play, wie jetzt bei einer großen internistischen Behandlung, findet ja oft gar nicht so statt, sondern Ruhe und Übersicht zu erzeugen, sichere Transportbedingungen zu erzeugen und dann den Transport in eine geeignete Klinik zu organisieren und zu sichern. Das ist oft schon ein großer Teil. Also die Kontaktaufnahme ist wichtig, eine klare Einschätzung davon zu bekommen, mit welcher Arbeitsdiagnose ich mich jetzt ins Auto setze und wohin fahre, ist wichtig. Beruhigung und sichere Rahmenbedingungen schaffen ist wichtig und dann eben einen sicheren Transport organisieren. Das ist meistens das Wichtigste, dass man große psychische oder psychiatrische Probleme am Unfallort löst. Das gibt es natürlich vereinzelt auch. Wenn jetzt eine Heroinintoxikation stattfindet, dann ist die Gabe des Antagonisten die Behandlung. Da geht es nicht um den Transport, aber gut, danach geht es auch um Transport. Aber der Transport, also sicherer, ruhiger Transport, ist schon oft das Wesen des Einsatzes. Und jetzt will ich was zu Grundprinzipien in Gesprächen mit erregten Patientinnen und Patienten sagen. Etwas, woran ich oft denke, wenn ich mit einem wirklich erregten Patienten spreche. Erregte Patienten sind ja sehr unruhig und laufen ein bisschen durch die Gegend, manchmal kreuz und quer, manchmal auf uns zu und von uns weg. Und unsere Aufgabe, das mache ich jedenfalls immer, wenn ich mit einem erregten Patienten spreche, ist zu versuchen, möglichst viel Ruhe auszustrahlen. Also beispielsweise auf einem Punkt stehen zu bleiben, selbst wenn der Patient vor uns zurückläuft. Ich versuche dann nicht, ihm immer wieder hinterherzulaufen und immer wieder vor ihm wegzulaufen, sondern ich versuche, Ruhe auszustrahlen und das mit meiner Gestik, mit meiner Mimik und mit meiner ganzen Körpersprache. Das fängt damit an, dass ich mir einen Platz aussuche, an dem ich gerne stehen möchte. Das ist ein Platz, von dem ich zurückweichen kann, wenn ich es tun muss und der nicht irgendwie meinen einzigen Fluchtweg blockiert oder so, der aber gut genug geeignet ist, um da stehen zu bleiben und von dem aus ich mit dem Patienten oder der Patientin sprechen kann. Es ist oft so, ich werde das gleich nochmal an anderer Stelle sagen, dass wir die Ersteinschätzung von agitierten, also unruhigen oder aversiven oder aggressiven Patienten nicht alleine durchführen. Oder wenn Patienten so sind, dann machen wir das nicht alleine. Das heißt, ich muss bei der Wahl meines Ortes einen Ort wählen, wo hinter mir, aber in wenig Abstand, sodass die schnell eingreifen können, weitere Menschen sind, die helfen können, wenn es notwendig ist. Und ich muss einen Abstand haben, Verzeihung, ja, warte, ich gehe mal kurz zurück. Und ich muss einen Abstand haben, der sicherstellt, dass ich einen möglichen Angriff, das muss man ja sagen, es gibt auch Gefahren bei psychiatrischen Patienten, rechtzeitig erkenne, also mehr als eine Schlagweite Abstand muss ich einhalten, wenn der Patient tatsächlich erregt ist. Heutzutage kann man immer sagen, ja, wir müssen hier den Corona-Abstand halten. Ich würde Sie bitten, hier vorne zu bleiben. Dann sind das so 2 Meter Abstand. Dann hat man einen idealen Abstand und hinter einem stehen weitere Mitarbeiter. Das ist hilfreich. Und wenn man dann an einem Ort stehen bleibt und ein ruhiges Gespräch führt, dann hat man gute Pflicht, zu einer Beruhigung zu führen. Einmal auf die Folie klicken. Ja, jetzt funktioniert es wieder. Okay, also was wichtig ist in gefährlichen Situationen, ist, man schätzt gefährliche Situationen nicht alleine ein, sondern man ist mit mehreren Leuten da. Wenn es sehr gefährlich ist, beispielsweise wenn die Patientin oder Patient ein Messer dabei hat, dann schätzt man sie auch nur mit der Polizei ein, weil das die einzige Möglichkeit ist, wirklich viel Sicherheit zu haben. Und man bleibt während der Einschätzung erstmal auf Abstand.
Die Verstärkung ist nach Möglichkeit im Hintergrund, aber schnell erreichbar. Und was auch wichtig ist, ist, dass nur einer oder eine spricht und nicht alle irgendwie versuchen, gleichzeitig auf die Patientin oder den Patienten einzuwirken. Das führt immer zu Unruhe. Auch wenn jemand im Hintergrund glaubt, er hat jetzt eine Top-Idee, was man jetzt noch sagen könnte, es ist besser, wenn nur eine oder einer spricht und die oder der macht auch die Erklärung, wie es jetzt weitergeht. Das ist ziemlich wichtig. Klar, wenn das gar nicht funktioniert, kann auch einer mal von hinten kommen und helfen, aber ruhiger ist es, wenn nur einer spricht. Überhaupt ist es sehr wichtig, Ruhe auszustrahlen. Das fängt immer damit an, dass man sich erstmal wertschätzend und ruhig vorstellt. Also sagt, mein Name ist Müller, ich bin Notarzt der Stadt Köln und ich bin hier zugerufen worden, weil es hier irgendwie um eine gefährliche Situation zu gehen scheint oder was ist hier los. Also man sagt erstmal, wer man ist, das können Sie alle besser, das könnt ihr alle besser. Aber das machen wir natürlich auch. Wir stellen erstmal eine Beziehung zu dem Menschen her, der da steht. Egal wie komisch die Situation ist, wir stellen uns den Menschen erstmal vor und sind diesem Menschen über so wertschätzend, wie es irgendwie vermittelbar ist. Und wenn dieser Mensch sehr unruhig ist, dann werden wir umso ruhiger. Ja? Wir sprechen langsam, wir bewegen uns wenig, wir sind ruhig und konzentriert. Das hilft, dass sich auch die Patientinnen und Patienten beruhigen. Ich habe schon gesagt, wir bleiben nach Möglichkeit auf einem Punkt stehen. Und wir halten das Gespräch einfach. Bei erregten Patienten ist es sehr wichtig, langsam zu sprechen, einfache Sätze zu benutzen und alles Wichtige immer wieder zu wiederholen. Also, wenn der Patient angespannt ist, spricht man am besten wie mit einem Kind. Das klingt jetzt erstmal komisch, ist aber so, dass man davon ausgehen kann, dass wirklich nur ganz einfache, kurze Sätze verstanden und befolgt werden können, wenn eine Patientin oder ein Patient in großer Angst oder großer Anspannung ist. Komplizierte Sachen funktionieren nicht, ja, das kann man komplett vergessen. Einfache Sachen funktionieren. Und vielleicht noch, Klammernd, und vielleicht noch was, man sollte versuchen, Situationen so zu trennen, dass man mit dem Menschen, der einem da gegenübersteht, eine gute Beziehung hat. Also man ist nett zu dem, man zeigt dem, dass man den okay findet. Und das Verhalten, da kann man zu sagen, dass das schwierig ist oder dass das bestimmte Maßnahmen erfordert. Zum Beispiel eine Fahrt ins psychiatrische Krankenhaus oder irgendwie die Aufforderung, das Verhalten zu verändern, ruhiger zu werden oder stehen zu bleiben oder so. Aber nicht mit dem Menschen. Mit dem Menschen, der einem gegenübersteht, hat man keine Probleme. Das erkennen die Patientinnen oft. Wenn sie das Gefühl haben, man ist ihnen als Menschen wohlgesonnen, dann darf man auch darüber sprechen, dass das Verhalten für die anderen jetzt schwierig ist. Gut, was führt denn häufig zu schwierigen Verhaltensweisen? Also am häufigsten sind es natürlich Psychosen, entweder drogenintoxiziert oder schizophrene Psychosen, die dazu führen, dass jemand angespannt und schwierig ist. Psychosen sind nicht selten, also so zwischen 0,5 und 1% der Bevölkerung erleiden zumindest einmalig in ihrem Leben eine psychotische Episode. Das ist also nicht wenig, ja. Und die Symptome können sehr unterschiedlich sein. Also bekannt sind ja Wahn, Halluzinationen, formale Denkstörungen und von außen nicht nachvollziehbares Verhalten. Also typische Situationen sind ja, wenn jemand sich verfolgt fühlt und den Eindruck hat, andere möchten ihm schaden, andere möchten ihm Böses, andere wollen ihn vielleicht verletzen oder noch Schlimmeres tun. Das wäre ein Wahn und manchmal geht es auch her mit Halluzinationen. Also die Patientinnen hören dann Stimmen, die sagen, wir machen dich fertig, wir kriegen dich, du kannst uns nicht entfliehen. Das Denken ist dann oft auf eine typische Art gestört, sodass es nicht mehr so zielorientiert funktioniert und nicht mehr so verlässlich funktioniert wie im gesunden Zustand. Und dann entstehen eben auch Verhaltensweisen, die ich von außen überhaupt nicht vorhersehen kann. Also wenn jemand denkt, ich möchte ihm Böses tun, was ich von mir denke, dass ich das nicht tun will, dann verteidigt er sich eben gefühlt gegen mich, was ich vorher nicht einschätzen kann. Ich denke, ja, wieso, ich bin doch hier der Rettungssanitäter, ich will den Menschen doch nur helfen. Der denkt aber möglicherweise, ich will ihn verletzen, vergiften oder so. Deswegen muss ich darauf vorbereitet sein, dass der Sachen macht, die ich nicht antizipieren kann, weil ich ja diese Gedanken so schnell gar nicht in meinen Kopf reinkriege oder simulieren kann. Ich muss einfach wissen, hier kann es plötzlich nicht nachvollziehbares Verhalten geben. Darauf muss ich eingestellt sein. Um das ein bisschen genauer zu sagen, Wahn ist immer dann, wenn ich irgendwie eine Realitätswahrnehmung habe, die nicht der tatsächlichen Realität, soweit man die dann beurteilen kann, entspricht. Also zum Beispiel, ich werde vom KGB überwacht. Das ist sicher nicht real, wenn es nicht real ist.
Meine Frau betrügt mich, wenn es denn nicht real ist, kann Wahn sein. In meinem Kopf ist ein Chip implantiert, also Störung der Realitätswahrnehmung. Ich bin ein Teil der Matrix und muss aus ihr ausbrechen. Halluzinationen, das ist, wenn man Sinnestäuschungen hat, also zum Beispiel ich höre Stimmen, die mir befehlen, mich umzubringen, oder ich rieche Gas, das aus den Steckdosen kommt, oder ich spüre, dass ich vom Fernsehturm aus bestrahlt werde, das verändert meine Gedanken. Also immer wenn eine Wahrnehmung falsch eingeordnet wird, also eine falsche Wahrnehmung besteht. Das gibt es auf allen Sinnesgebieten. Beim Hören sind es akustische Halluzinationen, beim Sehen sind es optische Halluzinationen, beim Riechen sind es olfaktorische Halluzinationen. Auch Schmecken und Körperempfindung können Halluzinationen machen. Das häufigste sind akustische Halluzinationen. Uns gibt formale Denkstörungen, da bin ich eben ein bisschen schnell drüber hinweggegangen, aber in der Psychiatrie können wir das gut verwenden, um Diagnosen zu stellen. Beschleunigter Gedankengang wäre beispielsweise eine formale Denkstörung, wenn die Patienten sehr schnell denken und auch sehr schnell sprechen. Sprunghafter Gedankengang, wenn das nicht nur schnell ist, sondern auch so von einem Gedanken kaum zusammenhängend zum nächsten Gedanken geht. Also man kann auch so ungefähr verstehen, dass jemand über Gras redet und dann sagt, da Grünen sind. Aber auch die Grünen, dann weiß man noch, die Verbindung war grün, aber das hat eigentlich überhaupt nichts mehr miteinander zu tun. Und schließlich gibt es den inkohärenten Gedankengang, wo ein Gedanke völlig zusammenhanglos an den nächsten Gedanken sich anknüpft. Und bei zerfahrenem Gedankengang, da ist kaum noch ein Gedankengang ernsthaft möglich. Die von außen nicht nachvollziehbaren Handlungen sind das, was uns besonders irritieren kann in Notfallsituationen. Das ist aber nicht selten. Deswegen will ich dem hier eine Folie widmen. Es gibt eben die aus Sicht der Patientin, des Patienten durchgeführte Verteidigung gegen eine gewähnte Bedrohung. Ja. Es gibt Verstecken, wenn man sich verfolgt fühlt. Das ist auch häufig. Und es gibt eben aggressives Verhalten, das nicht uns gilt, sondern den gewähnten Gegnern. Ja, aber das sich für uns natürlich genauso darstellt, als ginge es gegen uns. Und das Vorige ist ja zum Glück eher selten, aber es gibt es auch. Was häufig ist, ist Misstrauen. Auch das ist nicht gegen uns. Dieser Mensch ist, wenn er gesund ist, uns gegenüber ja nicht misstrauisch, aber da schwingt eben der Wahn mit, auch wir könnten vielleicht Schauspieler sein, auch wir könnten bei dieser Verschwörung irgendwie dabei sein. Das heißt, wenn ein Mensch uns misstraut, ist das eben ein Krankheitssymptom und hat mit uns selbst nichts zu tun. Auch nicht zu antworten kann so ein Symptom eines nicht nachvollziehbaren Handelns sein. Gut, im Rettungsdienst, ich habe eben schon gesagt, geht es oft darum zu klären, wie es weitergeht. Also manche Menschen sind chronisch psychisch krank und irgendein Außenstehender hat die 112 gewählt. Man muss aber gar nichts machen. Wenn jemand keine Gefahr für sich und andere darstellt und nicht mitkommen will ins Krankenhaus, dann muss man auch nichts machen. Es gibt die Situation, dass sich jemand psychisch auffällig verhält. Ich aber noch gar nicht weiß, ob das jetzt eine psychische Krankheit ist oder vielleicht ein Delir oder eine Intoxikation oder etwas, was eine somatische Abklärung braucht. Es gibt die freiwillige Aufnahme in einer psychiatrischen Klinik und es gibt die zwangsweise Aufnahme in einer psychiatrischen Klinik. Da geht es ja auch in einem der folgenden Vorträge noch drum. Und ich muss in der Notfallsituation klären, welche dieser weiteren Verhaltensweisen ich denn nun einleiten soll. Gut, ich will auch kurz was dazu sagen, was Medikamente können, also was Psychopharmaka können. Da gibt es ja oft die Vorstellung, okay, das sind ja alle sehr komplizierte Erkrankungen, die die Menschen da so haben können. Und da gibt es ja aber auch immer eine passende Tablette. Vielleicht muss ich die als Notarzt alle kennen, diese Tabletten, und dann kann ich ja vielleicht die Situation entschärfen und gut, dann bringe ich den noch ins Krankenhaus. Ich kann aber schon mal sagen, so funktioniert es erfreulicherweise oder bedauerlicherweise nicht. Es ist wesentlich einfacher. Psychopharmakotherapie kann gar nicht so viel, wie alle immer hoffen, und ist auch nicht so spezifisch. Es gibt bestimmte Wirkmechanismen, und meiner persönlichen Meinung nach sind das, es gibt die antidepressive Wirkung von Psychopharmaka, also dass Medikamente nach 4 bis 6 Wochen depressive Symptome lindern, auch gegen Ängste und Zwänge helfen. Es gibt antipsychotische Medikamente, also wenn jemand Wahn und Halluzinationen hat und man ihr oder ihm Haloperidol beispielsweise gibt oder Risperidone oder so, dann gehen nach 10 Tagen, wenn es gut kommt, die Wahn und Halluzinationen zurück und so nach 4 Wochen sind sie dann vielleicht abgeklungen. Es gibt Phasenprophylaktika, also bei bipolaren Patienten gibt es Medikamente, die dazu führen, dass in den nächsten Monaten weniger depressive oder manische Phasen auftreten.
Es gibt Anxiolytika, also angstlösende Medikamente wie Tavor oder Diazepam, die lösen, sobald das Medikament im Gehirn ankommt, sofort die Angst. Und es gibt sedierende Medikamente, die machen müde. Ich habe jetzt hier ein bisschen ausgelassen. Es gibt ja noch sowas wie Methadon und Sachen im Alkoholentzug und vielleicht ein paar schmerzlindernde, schmerzmodifizierende Sachen. Aber hauptsächlich geht es um diese fünf Wirkstoffe, Wirkgruppen. Und Sie haben schon gehört oder ihr habt schon gehört, die ersten drei brauchen Wochen und Monate, um zu wirken. Also sowohl die Antidepressiva als auch die Antipsychotika als auch die Phasenprophylaktika, die wirken alle nicht, wenn ich die gebe in der ersten Woche. Die Antipsychotika, sowas wie Haldol, die werden schon auch mal im Notfallgeschehen eingesetzt, weil die Sedierung, die als Nebenwirkung auftritt, sofort auftritt. Aber das wird im Notfall wegen der Nebenwirkung Sedierung gegeben. Die antipsychotische Wirkung kommt nicht so schnell. Ich glaube, ich will das hier kurz halten. Also zu all diesen Medikamentengruppen könnte man mehr sagen. Die Antidepressiva, dass sie gegen Depressionen, Ängste und Zwänge helfen. Antipsychotika kennen auch viele, aber ich glaube, das mache ich hier mal kürzer. Ein Punkt, den ich vielleicht noch nennen will, ist die Neuroleptika, die Antipsychotika, das ist der gleiche Inhalt. Da gibt es die Unterteilung in eher sedierende, die heißen niederpotente Neuroleptika und eher antipsychotisch wirksame, die heißen hochpotente Antipsychotika. Ich mache das aber ein bisschen kürzer. Und das habe ich gesagt. Ich zeige das nochmal im Bild. Wir sind bei den Phasenprophylaktika, also sowas wie Lithium oder Carbamazepin gegen bipolare Erkrankungen. Die Zahlen hier zeigen Jahre. Also wenn ich im Jahr 2017 anfange zu überlegen, ob ich einem Patienten ein Phasenprophylaktikum gebe, dann ist es so, für die nächsten 10 Jahre würde der ohne Phasenprophylaktikum vielleicht den Verlauf haben, den man da im oberen Teil der Abbildung sieht. Also 4 nach unten abgezeichnete depressive Episode und eine größere nach oben aufgezeichnete manische Episode. Und mit Phasenprophylaktikum, das ist das, was man in der unteren Grafik sieht, hat er wahrscheinlich gar keine Manie und vielleicht weniger und jedenfalls aber nicht ganz so ausgeprägte depressive Episoden. Aber wir reden auch hier wieder über 5 Jahre, 10 Jahre. Das ist ein sinnvoller Beobachtungszeitraum. Gibt es unterschiedlich starke, Lithium ist das stärkste. Das heißt, das sind alles Gruppen, die im Notfall keine Rolle spielen, weil sie viel zu lange brauchen. Was wirklich von Bedeutung für den Notfall ist, sind die Anxiolytika, also die angstlösenden Medikamente. Denn vieles von den Verhaltensweisen, die ich eben dargestellt habe, die ja auch besorgniserregend sind, beispielsweise das aggressive Verhalten, das ist schon auch oft aus Angst entstehend. Das kommt aus Angst. Das ist eine Verhaltensweise, die aus der Angst geboren ist. Und wenn ich die Angst wegnehmen kann, dann ist auch das aggressive Verhalten weg meistens. Angstlösende Medikamente sind hauptsächlich die Benzodiazepine. Die wirken schnell und stark angstlösend. Grundsätzlich kann ich auch niedrig dosierte, niederpotente Neuroleptika wie Prometazin einsetzen. Die brauchen aber eine Stunde und wirken nicht so gut angstlösend. Die wirken eher beruhigend. Das kann auch wichtig sein, aber es ist nicht so gut angstlösend. Später mit der Beruhigung geht auch eine gewisse angstlösende Wirkung einher. Nicht aber so stark wie bei den Benzodiazepinen. Diese Sedative wie eben Prometazin oder so, die machen müde, die reduzieren auch innere Anspannung. Das kann hilfreich sein. Die wirken auch schlafanstoßend. Ich habe hier auch wieder die Benzodiazepine aufgeschrieben, denn ich kann die natürlich auch zum Müdemachen einsetzen. Also im Rettungsdienst braucht man hauptsächlich Anxiolytika und Sedativa. Der Rest, den braucht man eigentlich nicht. Haloperidol ist zwar auf vielen Wagen eingepackt, aber da als Sedativum. Die Wirkung von Haloperidol IV sofort ist eine klare, deutliche Sedierung. Vor allem macht das Affekte flach. Das ganz, ganz praktisch manchmal, aber da geht es um die Sedierung. Die antipsychotische Wirkung tritt nicht so schnell ein. Also, was brauche ich im Rettungsdienst oder in der Notfallmedizin? Welche Medikation brauche ich da? Ich habe mal aufgeschrieben, was man meiner Meinung nach ernsthaft brauchen kann. Das sind Sedativa. Wir verwenden gerne Midazolam nasal im Notfall. Also das ist vielleicht eine Entwicklung der letzten 5, allenfalls 10, aber ich würde sagen der letzten 5 Jahre. Früher hat man immer versucht zu sedieren, indem man Lorazepam oder Midazolam IV gegeben hat. Lorazepam als Expedit, Tavo-Expedit, so, also dass es sich im Mund auflöst. Aber das dauert alles eine
ja, halbe Stunde ungefähr, bis das wirkt. Also nein, also IV dauert es nicht eine halbe Stunde, da dauert es 2, 3 Minuten, bis es wirkt. Aber oral, selbst als Tavo-Expedy, dauert es eine halbe Stunde. Das ist eigentlich ein bisschen lang. Und beim Lorazepam IV ist es so, IV ist halt im Notfall, wenn ein Patient angespannt ist, nie schön, weil man hantiert mit einer Spritze rum, während ein Patient angespannt ist. Da gibt es eine Verletzungsgefahr für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für den Patienten. Und es wirkt auf den Patienten nicht besonders gut. Während dieses Midazolam Nasal, ich erlaube mir mal gerade zur nächsten Spritze zu gehen, das kann man sehr viel sicherer applizieren. Also da gibt es so einen Applikator, den sieht man, ich kann jetzt selbst meine Maus nicht sehen, den sieht man da in der Mitte, das ist einfach eine Spritze. Und unterhalb des blauen Bereiches an der Spritze sieht man so einen Schaumstoffkonus, der wird da aufgesetzt. Und dann kann man das applizieren, indem man das in das eine Nasenloch spritzt, das andere zuhält und in beide Nasenlöcher verteilt die Dosis gibt. Da hat man nichts mit Nadeln zu tun. Wir haben das auf allen Stationen griffbereit und das kann man relativ sicher ohne Verletzungsgefahr durchführen, sowohl wenn der Patient das freiwillig über sich ergehen lässt, als auch wenn man ihn festhalten muss, was es auch gibt. Aber auch dann ist es eine sichere Applikationsform und wirkt ebenso schnell wie intravenös nach 2 Minuten. Wir sind in der Zwangsmedikation beispielsweise von akuten Notfällen komplett praktisch darauf umgestiegen und machen es auch sonst in Notfällen häufig. Also Sedativa und wenn man Midazolam nasal hat, dann ist das ausreichend. Wenn man sich jetzt mit Ketamin besser auskennt und man will Ketamin geben, ist auch gut. Ja, dann hat man eben eine Sedierung über Ketamin gemacht. Das kann ja auch mal nötig sein und das ist auch in Ordnung. Aber ein Sedativum, das man beherrscht, das braucht man. Und man braucht Antagonisten, also Naltrexon, Flumazenil und schon mal Akeniton, wenn man einen Zustand hat, der jetzt sofort antagonisiert werden muss. Das sind die Medikationen, die man im Notfallgeschehen tatsächlich braucht aus dem Bereich der Psychiatrie. Alles andere kann man dann in der psychiatrischen Klinik machen. Ja, ich habe es extra nicht zu lange gehalten, um euch Gelegenheit geben, Fragen zu stellen und ich übergebe jetzt an eure Fragen. Ja, vielen, vielen Dank, Jan, für den wirklich tollen Vortrag. Die allererste Frage möchte ich tatsächlich, also erstmal Fragen, die jetzt häufig im Chat aufgetreten sind, ist, ob es Aufzeichnungen gibt. Ja, wir zeichnen das auf und wir werden die Aufzeichnung auch veröffentlichen. Das Ganze wird allerdings zeitversetzt stattfinden. Das heißt, die Aufzeichnung gibt uns 2, 3 Wochen, bis das alles online ist. Wir werden das dann über die sozialen Medien nochmal streuen, wenn die Aufzeichnung online ist. Dann werdet ihr das über die YouTube-Kanäle der einzelnen Sprecher nachhören können. Die erste Frage ist von mir. Midazolam finde ich super als Anästhesist, als Notfallmedikation. Wie dosierst du das? Also hast du da irgendein Schema für dich im Kopf, wie du das machst? Ich habe es jetzt im Moment nicht im Kopf. Ich glaube, 10 Milligramm nehmen wir, 2 mal 5 Milligramm. Das ist die normale. Wir haben da diese Ampullen, die ziehen wir auf und dann geben wir eine Ampulle am Anfang. Das sind 5 oder 10 Milligramm. Ich bin jetzt peinlicherweise nicht ganz sicher, welche Dosis das ist. Das stimmt ganz gut mit meiner Erfahrung überein. Und das Schöne ist, dass bei 10 Milligramm, wenn man es auf die Nasenlöcher verteilt, sind das genau 2 Milliliter pro Nasenloch, 1 Milliliter. Das Ja, genau, so machen wir es. Genau, 10 Milligramm, ja. sollte sehr gut machbar sein. Dann Fragen aus dem Publikum. Sehr spannend fand ich die Frage, die wurde häufiger gestellt: Sollen wir Leute aus ihrem Wahn abholen? Das heißt, sollen wir sie, wenn sie im Rettungsdienst uns wahnhaft erscheinen, macht es Sinn, sie in dem Wahn zu belassen und sie in ihrem Wahn in den RTW zu manövrieren, oder würdest du da nicht drauf eingehen? Ja, ich habe da ein klares Vorgehen. Ich sage ja nie die Unwahrheit. Ich lüge auch nie. Das heißt, wenn jemand denkt, er werde vom KGB verfolgt, werde ich nicht sagen, dass ich auch glaube, dass er vom KGB verfolgt wird, weil das ja gar nicht wahr ist. Ich werde mich aber auch nicht mit ihm anlegen. Also ich werde das nicht zur Diskussion stellen, weil das nichts bringt. Ich werde ihn nicht überzeugen können, dass er nicht vom Wahn dass das ein Wahn ist. Wenn ich ihn durch Reden davon überzeugen könnte, dann wäre es kein Wahn, dann wäre es ein Irrtum. Ja? Also man kann sich bezüglich der Uhrzeit irren, wenn man die Uhr nicht auf Sommerzeit umgestellt hat, dann ist man durch Argumente.